Guten Morgen und herzlich willkommen zum Let's Play Diablo 3. Das letzte Mal sind wir ja ein bisschen unterbrochen worden. Und ich kann auch aufklären, wer angerufen hat. Das war der Markus. Und wir haben dann ein bisschen zwei Folgen Let's Play Together aufgenommen, die ab Montag eingestellt werden. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir das dann regelmäßiger hinkriegen. So. Wir sind jetzt auf dem Weg zu diesem Kessra-Barrikaden. Oh, das ist ein Gold. Alter. Hier geht's ja rund. Na, das war knapp. So, jetzt geht's auch nochmal auf in den Kampf. Mit Spucke und Geduld kriegen wir die weg. So, mal gucken, was wir so bisher eingesammelt haben. Handschuhe, nee. Also nicht so wirklich. Weltbewegendes hier. Also schauen wir mal, das fünfte Stück noch. Die hat sich jetzt in Wohlgefallen aufgelöst. Oh ja. Ich benötige mehr Zaun. Nicht aus.
Ach du mit deinem Zorn. Kurz im Prozess. Na, guck mal einer an. Ich benötige mehr Zorn. Ja, alter Zorngiebel. So, dann müssen wir uns gleich da hocharbeiten. Dass wir zu unserem Bestimmungsort kommen. Ja. So, jetzt sind wir schon auf Stufe 20. Na, herzlichen Glückwunsch. Na, da werden wir uns mal gleich angucken, was das alles Schönes ist. So, noch hier rein, totes Tier. Ja.
auch, dass er sich verbessern kann. Ja. So, ich glaube, jetzt haben wir einen kurzen Moment Ruhe. Nein. Und weiter. So. Wow. Naja, lass den mal kämpfen. Wir gucken mal, was er hier für neue Fertigkeiten hat. Erhöht eure Ressourcenerzeugung. Oder Wächter. Wenn euer Leben niedrig ist, kommt euch der Tempel zu Hilfe, stößt den Gegner in der Nähe zurück und heilt euch. Dann machen wir doch das. So. Müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir unsere Sachen hier angucken können. Ja, ja, ja. Alter, Zorngieb. Nun, da schnitzeln wir uns durch die Lande. Das Ziegengeschnitzeltes. Mhm. Ah, da sind wir schon. Auslösen. Nördliche Hochland. So, hier mal guten Tag sagen. Das sind Waffenständer. Oh, guck mal, das ist eine Truhe. Genauer schauen, was da noch so ist. So, aber jetzt schauen wir mal, was haben wir da? Niederstrecken. Von den Ketten getroffene Gegner haben eine Chance, für Kurzzeit bewegungsunfähig gemacht zu werden. Ja. Das Land ist schon einmal unter Leorek der Dunkelheit anheimgefallen. Wir müssen es zurückerobern, bevor es wieder geschieht. So, schleudert einen himmlischen Schild. Der Schild prallt auf Gegner und springt zwischen ihnen hin und her. Oh, testen wir das doch mal aus. Und wir haben... eine neue passive Fertigkeit. Slot und auch zwei neue Fertigkeiten. Erhabenheit der Nephalem. Erhöht die Dauer von Ruhm der Nephalem um 30 Sekunden. Wenn sich mindestens 4 Gegner in einem Umkreis von 12 Metern um euch herum befinden, wird euer Blockwert um 30 erhöht. Coole Sache. Eure Primärfähigkeiten erzeugen zusätzlich 3 Zorn. Ah, was nehmen wir mal, was nehmen wir mal, was nehmen wir mal? Hm.
Nehmen wir das. Nehmen wir das. Gut, weiter geht's. Ach, ich muss mir mal die Uhr ein bisschen beiseite stellen, weil ich nämlich keinen Plan habe. Seit wie vielen Minuten wir hier schon spielen. Na, besser als eine Gelegenheit rumzuernten. Na, bevor wir da hochgehen, wollen wir mal hier mal gucken, dass wir alles haben. Ah, das haben wir. Oh, das dauert aber. Ich glaube, da lag hier noch Gold. Ich muss noch ein wenig länger warten. Ja, warte noch ein bisschen. Alter Verwalter. Das kann ich leider nicht tun. Jetzt können wir uns getrost zurück und den anderen uns den anderen stellen. So, nun schauen wir mal, was wir so alles eingesammelt haben. Ja, da fehlt die Stärke drauf, 30 Schaden, macht weniger Schaden. Das sieht doch gut aus.
192 Schaden. Was will man mehr? 198 Schaden. So langsam geht's voran. Jedenfalls eine Truhe drin. Ja, was ein Spaß. Übersehen gehabt. Oh, da unten ist ja auch noch einiges. Nicht erforscht. Ah ja. Na, gab immerhin noch ein bisschen Gold, nicht wahr? So, mal schnell schauen, wie spät das ist. Ah ja. Das für ein Schild ist. Schade. So, was haben wir denn hier? Ah ja. Das Schild ist auch nicht schlecht. Wobei ich glaube, der Schwung macht irgendwie mehr Schaden. Glaube ich. Ich weiß es nicht. So, dann schauen wir mal, was uns hier so. Ja, hier sind halt mitten drin, stand nur dabei. Stufe 21. Stark.
Okidoki. Dieser Anblick. Hat er mich jetzt gefiert, die blöde Saubacke? Ah ja. Warte mal, die spiele ich noch. Ah ja. Gleich drei auch noch. Ja, zwei. Wo sind noch immer? Den haben wir jetzt auch noch hier. Damit ich immer vieren würde. Hier hin. Ah. Was ist das denn wieder für einer? Auf jeden Fall kann der einen vieren. Was ist? Ich will auch nicht mal mit unserem Schild aufräumen. Vielleicht auch mal eine Heilaura setzen. Jetzt ist nur noch der Goldene über und den können wir abbrechen. So, hätten wir doch. War gar nicht so schwierig. Heilbrunnen, ja gut, brauchen wir es nicht so unbedingt. Aber nun gut, was wir haben, das haben wir. Bisschen müssen wir hier rumlaufen. Ich habe immer halt gern alles so. Was hat es damit auf sich? Keine Ahnung. Gut. Dann gucken wir uns mal das Anwesen an.
Tja. Und weiter geht's in der nächsten Folge von Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls. Bye!